So, damit wieder ein recht herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Wir sind hier im Lagerraum letzte Folge angekommen, haben unsere Waffen verbessert und werden jetzt hier die Nebelmobbe betätigen, damit wir hier wieder rauskommen. Und ich glaube, dann geht's richtig los mit der Action. Ich glaube, dass uns hinter dem Tor uns die Wolves, Scars oder irgendwelche Zombies erwarten. Und das Tor scheint anscheinend ein bisschen kaputt zu sein, weil es nur auf der einen Hälfte hochgeht. Scheiße. Okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Ellie, da. Alter. Eine Luke. Die Kurbel Manny, ist halt gebrochen. Durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. Eine Luke? Ach, da oben. Ach du Scheiße. So, genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Mm. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Mm. Lass mich mal kurz überlegen. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm, ach so, wie können ich hier? Du hast seit letztem kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Ja. Ist so etwas fähig, hm? Das meinte ich. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Also, ich kann das nachvollziehen, also weil die Aktion war schon heavy. Also heavy, das war schon echt krass, was Abby mit Joel gemacht hat. Das war jetzt nicht ohne, muss man mal ganz klar sagen. Das hatte auf jeden Fall, das war crazy. Aber gut. Ich mag Ideen. Was hast du denn für eine Idee? Also hier ist ja verschlossen, hier komme ich nicht weiter. Ah, okay. Okay, hoch mit dir. Ich hab's. Also, dass sie da hoch... Alter, vor allem mit als Schwangere da so oben sich da am Bauch und so, Alter. Super. Keine Idee? Sekunde. Ja? Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, Alter. Aber langsam. What? Alter, was macht die denn? Schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Ein Vorteil, schwanger zu sein, ist ihr niedriger Schwerpunkt? Ist das jetzt ihr Ernst? Hallo, und sie macht mir jetzt die Tür da oben auf. Geschafft. Nice. Dann kann ich jetzt hier hochrennen. Und durch die Tür. Cool, coole Sache. Okay. Das war eine gute Idee. Das war eine sehr gute Idee. Wir kommen der Luke näher. So, dann nehmen wir die Leiter. Also, weil sie jetzt hier liegt. Und gucken, dass wir die hier platzieren. Damit wir hier rüberklettern können. Hey, schlau. Ja, gar nicht so dumm, ne? Muss ich auch mal sagen. Bin ich gar nicht mal so unclever gewesen. So, und was machen wir jetzt damit? Gut, ich nehme die Leiter und kann dann hier rüber. Muss ich denn das Seil mitnehmen, damit ich irgendwo mich drüber hangeln kann? Platzieren. So. Okay, sieht gut aus. Ja, und weiter? Eigentlich mit rübertragen, aber rübertragen ist anscheinend nicht. Das heißt, wir werden das einfach mal darüber werfen. In der Hoffnung, dass wir da so rüberkommen und auf der anderen Seite, was eigentlich physikalisch nicht gehen dürfte, dann uns hochhangeln. Ja, dazu müsste jetzt aber jemand hier eigentlich als Gegengewicht dastehen. Eigentlich müsste jetzt sie leider den kompletten Abgang machen. Aber, nö. Da sagt die Physik, I don't care. Alter, wie schnell ist sie denn auf einmal? Schlimm mit der Höhenangst. Okay, hier gibt's nichts weiter. Wenn ich runtersehe. Gut, dann können wir aber zumindest hier aufs Dach. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier dann auch Dings finden. Owen oder George oder wie auch immer er heißt. Mit dem Hund? Da sind sie. Manny! Wir sind Manny. Gleich da. Okay! Er ist Manny. Da. Die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach die runter? Die Basis? Also sind wir Wolves? Okay, also wie gehören zu den Wolves anscheinend dass an? Du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Geht so auf. Ja, deine Operation, das könnte ich nie.
hatte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Ja, aber wo sind die anderen Gegner? Also das frage ich mich jetzt wirklich, weil wir sind ja eigentlich nur hier rein geflüchtet, weil wir angegriffen worden sind. Und die sind jetzt auf einmal weg. So. Da frage ich mich doch, wo sind die hin? Oder warten die jetzt auf uns? An irgendeiner Stelle und sagen, hello there. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Er ist ja gut, beruhig dich mal, ey. Jo. Ziemlich ruhig hier, was? Ja. Ja, ziemlich ruhig ist. Ich finde das wieder. An der Basis. Wir sind fast an der Basis, Alter. Die Basis, wenn es hoch aus die Basis sein soll, dann ist fast noch sehr weit weg, Freunde. Ja. Das ist dann nicht gleich hier so, in ein paar Minuten sind wir da oder so. Sondern da sind noch ein paar Straßen dazwischen, wo wir definitiv vielleicht noch ein bisschen Action bekommen. War doch jetzt gerade noch eine Schere, ey. Warum springe ich denn jetzt darüber? Jo, so, dann lass uns doch nochmal kurz gucken. Hier gibt es doch bestimmt noch weiteren Stuff, ne? Okay, so, Action. So, wo will er denn mit uns hin? Ah, jetzt habe ich eine Sequenz verpasst. Zum Palabern. No! Können wir denn hier in den Wagen rein? Das wäre nochmal nice to know. Einfach, um nochmal ein bisschen Stuff zu finden. Nee. Können wir nicht. Aber, wir sind ja nicht dumm. Wir haben ja hier ein Fläschchen. Und mit diesem Fläschchen können wir doch bestimmt diese Scheibe kaputt machen. Und dann können wir doch bestimmt hier hochklettern. Genau. Ich finde ja die Mechanik, mit, dass du quasi hier so in so Räume reinkommst, finde ich ganz geil. So mit Scheiben kaputt klatschen. So hier, ne? Das ist schon. Oder hier. Das ist schon nice. Kannst du hier nämlich aufschließen. Haben wir hier noch ein Zettelchen. Hier haben wir noch eine Münze. Und ein bisschen anderen Loot-Stuff. Indiana. Und einen Brief. Dann gucken wir doch mal, was wir auf dem Brief eventuell noch so okay. lesen können. Interessant. Martha. Der Waffenstillstand ist Geschichte, also ist es zu riskant, dass wir uns weiter hier treffen. Die Scars werden in dieses Gebiet einfallen wie die Kakerlaken. Ich habe meine Vorräte schon geholt, aber ich habe deine Waffen im Versteck gelassen, falls du sie brauchst, wenn du ankommst. Ich nehme an, die Scars werden den Safe nicht anfassen, er ist schließlich Zeug von früher. Beknackte Freaks, bis bald, sei vorsichtig, Paul. PS, die Kombination ist immer noch der große Gewinn. Weil ist der große Gewinn. Also, der große Gewinn. Haben wir hier für den großen Gewinn eine Zahlenkombi. Da. 17 38 07. Da ich mir das 0 merken kann, Freunde der Sonne, und ich dann nachher wieder vor dem Safe stehe, schreiben wir uns den ganzen Kram jetzt mal kurz auf. Also, was haben wir gesagt? 17 38 07. So, haben wir jetzt erstmal umgeschrieben. Gibt's hier ein Safe? Hier gibt's gar kein Safe. Also ist die große Frage der Verfragen. Wo ist der Safe? Was Gutes? Ja, könnte ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Ja, das hört sich wirklich gut an. Okay, hier kommen wir auch noch nicht rein. Da ist auch noch verschlossen von innen. Das würde bedeuten, wir müssen hier anderweitig rein. Weil hier gehe ich ja runter. Wenn jetzt hier ein Waffenlager ist, will ich das Waffenlager erstmal finden. Das wäre nice. Und hier sehe ich schon, dass ich hier reinkomme. Hier gibt es Munition und sieh da, hier gibt es den Safe. Und da haben wir uns ja die Nummer notiert. Das heißt, wir hatten jetzt gesagt 17, 38, 38 und 07. Das hat echt geklappt. Cool. Und ganz viel Munition. Und was ist das denn? Nice. Nicht weglegen, ich würde es mitnehmen. Jagdpistole. Awesome. Also eine Jagdpistole ist ja schon mal geiler Stuff. Machen wir hier erstmal nochmal die Tür auf.
So. Jetzt haben wir hier nämlich noch was gefunden. Das finde ich ganz geil. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Medikit, ein paar Pillen. Pillen. Ein bisschen so Stuff. Cool. So, den Stuff brauchen wir noch nicht. Okay, nice. So, das heißt, wir haben jetzt hier das Waffenlager gefunden. Leute, hier runter. Ja, es ist... Das könnte gefährlich werden, Freunde. Das könnte gefährlich werden. So, wir wechseln erstmal kurz die Knifte. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Ja, okay. Ja, ich weiß. Wie? Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. In welche Richtung denn erschienen? Also, na gut, okay, da lang geht's nicht. Wo sind sie? Wo laufen die? Also wir gehen jetzt ja erstmal hier ein bisschen die Dinge hier. Da sind zwei. Kann ich den einen von hinten grabbeln? Und dadurch die andere einfach töten. Es sind die wohl! Okay, also geht's ab in den Kampf. Auf geht's. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, kommt mal ruhig her. So, das habe ich. Das Problem ist, dass die mich echt viel Munition kosten. Weil ich eben halt super bescheiden zielen kann. Das ist die Frage, kann ich mit dem hier? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Jetzt würde mir das Snipper-Gewehr ein bisschen helfen. Wo ist er? Damit ich ein paar Headies setzen könnte. Ja, komm doch mal her. Durchsucht das Depot. Ja, kommt her. Kommt ruhig. Warte mal, könnte ich jetzt eigentlich nicht ihm hier so eine Rohrbombe ins Fressbrett schmeißen? Einfach da so hin. Runter! Anscheinend nicht. Sieht sie jemand? So, wo seid ihr? Wo ist der Rest? Ist hier noch jemand? Nee, hier sind wir auf jeden Fall schon mal safe. Okay. Das ist schon mal nice, dass wir hier safe sind. Oh, da ist einer. Das war auch nice. Ganz kurz nochmal zurückgehen. Hier kurz reingehen. Gucken, ob wir hier noch ein paar Munitionssachen finden. Nein, finden wir leider nicht. Hier finden wir noch ein bisschen was. Knacker-Peng-Pong. So ein bisschen Muni. War nichts für die Pistole. So, jetzt würde mich mal interessieren. Ja, sollst du mich auch gar nicht. Sollst du mich auch gar nicht sehen. Ich möchte ja so sneaky wie mit. Ah, der war doch im Gesicht, Junge. Komm mal her. Der hat jetzt gesessen. Dirty Diana! So, gibt's noch? Gibt's noch? Abby, Achtung! Ja, komm nochmal raus.
Okay, komm. Gehen wir nochmal weiter nach hinten. Das war schon nice. Das war schon ein Gefecht. Das ist okay. Also, das ist, hat irgendwie Sinn gemacht. So, jetzt ist die Frage, gibt es hier noch weitere? Ja, da gibt es noch einen weiteren. Der hat gesessen, mein Freund. Ja, komm ruhig. So, haben wir jetzt alle? Oder hat noch jemand Fragen? Laden erstmal kurz nach. Noch höre ich niemanden. Gehe ganz kurz nochmal hier rein. Weiß nicht, ob er hier schon drin war. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Okay. Freunde. Hast du was fallen lassen an Munition? Das wäre ganz nice. Also gut, wenn meine NPCs hier so rum laufen. Sieht es erstmal aus, als ob wir hier alle erledigt hätten. Alter, das sieht alles nicht so gesund aus, wie die aussehen. Oh yeah. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Oh, hier gibt's noch Pistolenmunition. Sehr gut. See. Oh. Das heißt, wir sind noch nicht durch, wie es den Anschein hat. Oder sind wir jetzt wirklich durch? Haben wir jetzt alle? Haben wir? Oder gibt's hier noch welche? Das ist nur ein Brick. Scheint sind hier noch welche. Gut. So, hier könnte man jetzt hin. Wollte ich sie sneaky töten? Und was kommt rum? Ich muss sie anders töten. Leute, hier oben. Okay, also hier oben geht's auf jeden Fall weiter. Ich glaube nicht, dass wir hier wirklich jetzt schon safe sind. Just saying. Also safe, glaube ich, sind wir noch lange nicht. Wir sind fast da. Ja. Sie sind nah. Ja. Und ja, sie sind nah. Hört euch. Ist ja mal gar nicht leise. Ja, lololololol. Okay, warte. Für euch Boys habe ich eine Rohrbombe. Alter, ich wollte mich dahinter verstecken. Bogenschütze! Rechts von dir! Ihr kriegt mich nicht! Hey, Psycho! Das ist unmöglich! Sieh nach uns! Aua! Ganz schön crazy. Und ganz schön knapp. Das war ja alles. Das war jetzt gerade heftiger Stuff. Heftig. Nee, bin ich nicht. Ich möchte erstmal ganz kurz nochmal hier Munition sammeln. Ich bräuchte Munition.
Ich würde gerne vorher Munition noch mitnehmen, Freunde. Freunde, wie zum Beispiel hier. Da liegt noch ein bisschen Munition. Sind nirgendwo Munition rum? Ich habe jetzt so viel gelassen bei den Gegnern. Kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass die nichts, aber auch wirklich gar nichts haben droppen lassen. Ja, hier. Ein bisschen was. Kann ich hier hinten irgendwie an denen vorbei, an den Jungs? Und irgendwie sagen so, möchte da hin? Nee, kann ich nicht. Gut. Denn, ab geht's. Ihm geht's nicht gut. Oh, Scheiße. Hey, zeig mal die Hand. Alle da. So fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Was haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. So. Hey, Manny, Freunde, du hast doch Kontakte. Ja, der hat Kontakte, wir haben auch Kontakte. Nein, haben wir nicht. Also doch, haben wir schon, aber ist so wurscht. Gut. Das soll es aber für die heutige Folge erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt heute mal wieder ganz viel Spaß gehabt. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und lasst gerne einen Comment auch mit dabei. Und dann sage ich erstmal bis zur nächsten Folge. Reingehauen!